Hallo und herzlich willkommen hier, weiter Folge hier, in Thüringen, Terra Life Plus. Ja, immer heu, dasselbe. Nebenbei wird noch kalt gefahren. Das macht aber jetzt lustig. Mal gucken, ob es kalt jetzt ausreichend ist. Ich habe ein paar Säcke da zum Nachfüllen. Das muss ich halt machen. Irgendwann werde ich auch so ein Silo wieder im Hof stellen, dann kann er sich alleine holen. Aber mal gucken. Mal gucken, wie die Kurse passen, ne? Muss ja nicht heißen, dass es passt. Dann ist auch Karte im Prinzip ähnliches, ne? Die Kurse da oben muss ich garantiert ändern. Den Baum kriegt nicht weg. Dachte mir so, kannst du mit Radlader. Pustekuchen ist nicht. So, das hält kein Gerät aus, ne? Also nicht kaputt, ne? Ja, wir müssen noch mal fahren, dass die Grasdinger müssen weg. Wahrscheinlich so dick. Wie der Trag. Wahrscheinlich. Im Rand halt oben noch liegen lassen, ne? Ja, Futterrüben brauche ich nicht, haben wir rechts. Was lassen wir so liegen? Vielleicht machen die nächstes Jahr was anderes rein. Und da kann man es kaufen, ne? Weil missionsmäßig ist es ungünstig, weil da die Geräte gar nicht haben, ne? Ist ja halt mal so. Ob es da auch die Geräte mit dazu sind, müsste normalerweise dabei sein, weil und darüber gibt es ja so nicht, außer sind dann Geräte, die also sich alleine eintragen, ne? Also ich kenne mich da nicht aus, also mal gucken. Also immer mit neuen Sachen Mods und so vorsichtig sein. Je mehr man nimmt, umso blöder wird es am Ende, obwohl hier FPS-mäßig ganz gut ist. Okay. Das sind Kartoffeln, das ist klar. Rübentechnik. Mal gucken, was er kann. Rüben, logisch. Okay. Das sind also geht auch bei Standardfahrzeugen. Ist so gemacht worden oder halt versucht worden, ne? Das sind Dinger schon da, aber hier, wenn man das nicht hat, da hast du das nur Rüben, ne? Also gucken, da wird keine, ja, wird keine Dings gehen, ne? Ah, hier, das ist jetzt Mod, also dazu gemacht worden, man prinzip die Fahrzeuge erweitert, ne? Aber da, ach, da geht's auch, okay. Arbeitsbreite 4 Meter, ja gut. Ist wie in echt, ne? Also Terra Life heißt ja auch, dass es Realismus nah ist, ne? Also ja, eigentlich sehr nah. Und da heißt es auch, eine riesige Flächen hast. Aber echt ist das eher so, dass sich die Bauern spezialisieren. Ne? Also es geht ja darum, dass die Maschinen ausgelastet sind und wenn sie recht kleine Flächen nur haben, dann ist es garantiert, wo sie einen Lohner arbeiten lassen. Ne? Wenn es dafür einen gibt, da kann man sicherlich vor sich kundig machen, wenn er, dann wird es auch so entsprechend dazu sein, ne? Denn Geräte sind ja auch teuer, also da bist du schon eine 500.000 dabei, ne? Das machen echt auch so sein, ne? Also ist schon heftig, aber das ist halt so, ne? Das sind halt keine Massengeräte, das sind von der Serie her halt so kleine Stückzahlen und da ist es allgemein teuer. Ja, je höher die Stückzahl ist, umso besser ist eigentlich vom Preis, ja, weil man es garantiert. Das sehe ich ja bei meinen Arbeitskollegen, wenn sie kannten, wenn sie nur, was ich, 20 Teile haben, müssen sie das Teil entsprechend rüsten, dass sie dann auch alles machen können. Und bei den nächsten 20 Teilen halt unter Umständen was anderes nehmen dafür, ne? Andere Breiten und etc. Das ist dann alles ein bisschen aufwendiger. Beim Auto haben wir gesehen, da machen sie Blech, da geht das vorne rein, hinten raus, ne? Und alles voll automatisch, ne? Ganze Montage beim Auto ist praktisch schon fast automatisch, kann man sagen.
die siehst du noch wenig Menschen arbeiten. Aber es geht nur, wenn du hohe Stückzahl hast. Ne? Also einige sagen jetzt, oh, machen wir eine 4-Tage-Woche, wie wenig Arbeit ist. Die Anlagen müssen laufen. Die sind dann nicht, naja, die Anlagen sind zu teuer dafür, dass man sagen kann, man kann ja nur 3 Tage arbeiten, also das funktioniert nicht. Dann haben sie sich verkalkuliert mit der Anlage. Das ist dann dumm gelaufen, sagen wir so. Da haben höhere Stückzahlen eingerechnet. Aber wenn der Kunde mal nicht kauft, ja, warum auch immer, ne? Gibt ja verschiedene Gründe. Ein Grund kann sein, dass die Lage unsicher ist. Das ist Nummer eins. Anderer Grund kann sein, dass jetzt durch diese ganzen teure Energie praktisch der Schwerpunkt eher auf Heizen liegt. Ne? Muss ich entscheiden, ob ich heizen kann oder ein Auto kaufen kann, neu. Ja, sowas, ne? Und klar, weil viele E-Autos jetzt aktuell überhaupt nicht laufen. Von der Nachfrage her. Also ich persönlich würde auch kein E-Auto kaufen wollen. Also dann, wenn das sein muss und ich kann es nicht gebrauchen, ne? Also ganz ehrlich, wenn ich so ein Auto habe und weit fahren müsste und ich müsste hier Ewigkeiten warten, um auszuladen, bitte. Nicht gebrauchbar. Also ist nicht alltagstauglich, ne? Also ist, und was noch viel wichtiger ist. Wie lange hält die Batterie, ne? Das ist für mich mal das Erste, wo ich Fragen habe. Und ja, Fragen, wie lange hält die Batterie? Und wenn die mal irgendwann mal ausgetauscht werden muss, was kostet der Spaß, ne? Geht ja auch bei Gebrauchtauto kaufen, wenn du mal sagst, ich kaufe ein gebrauchtes Auto und dann ist noch 8 Jahren ist die Batterie im Arsch, in Anführungszeichen, ne? Oder wenn es ganz blöd ist, noch 15 Jahren ist auch ganz gut, aber wie gesagt, die müssen wir ganz kurz wechseln. Machen wir so, ne? Letzten Meter, du. Aber so ist das, ne? Und so, das hat mein Mais, war nicht mehr größer. Schau mal, ne? Ja, jedenfalls, das ist die entscheidende Frage beim E-Auto. Ladezeiten sind klar, das dauert allgemein zu lange. Und zu Hause laden geht gar nicht, also hier jedenfalls nicht, eine Mietwohnung geht gar nicht. Wird auch keiner hin was machen und hinbauen. Wenn es Pflicht wird, dann wird es eh bei der Miete umgesetzt. Also dann ist auch wieder ein Kostenfaktor, den man gar nicht brauchen kann. Ne? Ja, und dann ist so einiges, ne? Im Argen, kann man sagen. BMW hat man gelesen, hat einer nachgefragt und dann war das, die Batterie war teurer wie das Auto an sich. Und dann ist schon mal ein großer Scherz. Die Autos sind nicht so teuer. Und wie gesagt, wenn ein Auto keine Batterie eintauschen kannst, kostengünstig, in Anführungszeichen, ist ein Auto am Ende wertlos. Ne? Den kannst du dann, wo alles noch gut sein könnte, top gepflegt, gut im Schuss. Nach 15 Jahren ist da nichts dran, normalerweise, was kaputt gehen könnte. Kleine Teile vielleicht, Bremsen, hier und da ein bisschen Rost, kann sein. Wo ich mal sagen muss, ein Auto von Preisen ab 50.000, da möchte das schon so sein, dass es nicht rostet, ne? Das, davon gehe ich aus, ne? Ich Hunger, ist gemein. Bis wir mal schaffen, eine Folge noch gerne. Ich möchte auch nicht so früh im Bett gehen, kommt auch noch dazu. Weil die Gefahr nach dem Essen, die Mühle wird, ist meistens groß. Aber trotzdem möchte ich nicht so
So schnell ins Bett gehen dabei. Das will ich eigentlich nicht. Ist Sache der Gewöhnung, wenn man das sich mal angewöhnt hat, dann ist natürlich ja, dann schwer rauszubekommen. Ne? Oh ja. Ja, ich bin für eine Meinung, im Original gibt es einfach zu wenig Unterfrüchte, ne? Also das Weizen, Weizen und das ist mir im Original zu wenig. Das soll schon, vom Prinzip her ist es ja nicht so schlimm. Da musst du halt die Frucht irgendwie eintragen. Und mit deren Ergebnis von irgendwie, wo das funktioniert, ne? Bei den Mods geht es ja auch. Ja, bin da gespannt, ob sie auch männliche Tiere anbieten, ne? Vom Prinzip her ist das so, gewisser Prozentsatz ist natürlich männlich, ne? Ist ja halt so, ne? Ah, juckt die Ohr. So, gehen wir uns zum Hof. Spannend. Ne, wenn. Ne, die Richtung. Ja, ob ich hier das wieder ausbauen werde? Ja, unwahrscheinlich gucken wegen Zaun. Der ging ja auch nicht weg. Nur Kollision ging weg. Hier könnte man ein bisschen was tun. Nach rechts setzen. Ja. Mal schauen. Wie gesagt, ist ja so. Wenn wirklich Interesse da sein sollte bei YouTube, dann wäre ich dabei und machen das weiter. Solange bis die 25er Karte kommt bei da unten. Bei 25 von Castor die Karte. Also die möchte ich schon wieder spielen. Bei der Marsch muss ich gucken. Bin mir nicht ganz sicher. Mein gut, die Produktionen sind da immer schön. Also von da abgesehen. Realismus ist da nicht. Also das ist. Da braucht man Wissen, ne? Aber das wird man da auch nicht erwarten müssen. Das ist ja halt so, ne? Machen wir jetzt das Vorgewende hier, ne? Wenn wir schauen, was geht, ne? Ich müsste mal zwischendurch mehr verkaufen, das ist ja so. Produktion habe ich deswegen nicht gemacht, weil einfach zu lange dauern, bis die Butter da ist. Das ist halt ein langwieriger Prozess und das muss nicht sein. Wir haben uns eher von verabschieden in Thüringen, produktionstechnisch. Klar könnte man theoretisch mehr Geld verdienen damit, ne, aber so. Im besten Fall man dann entsprechend auch so verkaufen, ne? Ja, mal sind Preise höher, mal tiefer, das ist halt so. Weil du kannst ja Milch auch nicht jeden Tag ewig lange einlagern, ne? Das ist ja auch eingeschränkt, ne? Wo die Kühlung schon deutlich besser ist wie früher. Weil sie haben die im Milchtank reingebracht, da war die Milch noch, also vom Stall jedenfalls, die war untergekühlt auf 4 Grad, wollten sie haben. 2-3 waren es, glaube ich. Dann hält die sie auch. Aber auf der Weide war das nicht der Fall. Da war es nicht möglich. Da haben sie von der Kanne abgekippt. Über ein Seidentuch sieht man den gröbsten Dreck rausnehmen, was da vorhanden wäre. Im Grunde war die sauber. Weil wenn von der Kuh, dann ist ja sauber. Man hat es trotzdem gemacht und das ist. Ja, man geht nicht rein, kommt mehr ran. Ja, macht aber nichts. Weil nicht mein Land oder so.
Ja, im Stall war das, ging es, wenn sie dem Stall, da war das so mit Rohrsystem und dann wurde es Richtung Kühlung transportiert, gepumpt. Und dann ging es gleich nach draußen gekühlt und da kam irgendwann der Traktorist, also nicht irgendwann, in einer festen Zeit, kam der mit dem Traktor und hat den ganzen Anhänger vom Kuhstall gefahren. Also jeden Tag, früh und abends, ne? Also immer frisch. Das gleiche, wenn wir auf der Weide waren mit Wasser, da fuhr er auch öfters vorbei. Hat den ausgetauscht, ne? Wusste ungefähr auch, wann er alle war. Telefon wie heute gibt es ja nicht, ne? Gab es ja nicht, ne? Wenn man Handy anrufen und sagen, du, der ist leer, kannst mal kommen. Nee, nee, früher war das anders. Früher war das. Wenn man hat ihn getroffen und auch mal gesagt, oder er ist von vorne sich aus die Strecken abgefahren. Was eher der Fall war, weil im Prinzip sonst irgendwann ist alles, ne? Also Frischwasser jeden Tag. Geweide. Das war schon üblich. Musste ja. Gerade wenn es so warm ist. Jetzt geht's. Und abends sind wir da auch Stroh ausgefahren als Raubfutter, wenn die Weide so viel Klee hat und so ein Zeug, ne? Eiweißanteil so hoch. Das ist dann auch für die Kühe gefährlich. Zwecksblähung gab es auch mal. Also einen Fall, wo die Kühe lang lagen und einige gestorben waren. Also, da hieß es näher rausfahren. Aufmachen und fressen lassen. Ne? Tiere sind ja so schlau, die fressen immer alleine. Brauchst du nicht sagen. Hört eh nichts. Kühe sind in der Beziehung Stube, also. Ich meine, die haben gehört, wenn die gerufen wurden zum Melken, das haben die gemacht. Also, da haben sie gerufen, komm, Olsch, komm. Anscheinend irgendwas haben sie davon verstanden, Anführungszeichen. Ne? Also, die wussten genau, die Zeit ist reif zum Melken und dann. Da sind ja auch Kühe mit Hochleistung und hast du gemerkt, wenn das heute mal, naja, nicht, wurde ja gewaschen mit lauwarmem Wasser, ne? Ich habe es ja auch mal gemacht. Aushilfe. Hab's gerne gemacht. War schön. Die Arbeit draußen, Natur. So, und da hast du gemerkt, wie euer stramm wurde. Dann hast du das Geschirr angelegt und dann musst du es nur warten, bis es fertig war. Zwei Kühe hast du immer gehabt mit Geräten. Hast du nur beobachtet und dann irgendwann war soweit. Wort leer und dann hast du nachgemolken ein bisschen. Dann warten wir dann zur nächsten Kuh, ne? Das fertig machen und so. Und wenn die Kanne halt nach der ersten Kuh halt voll war, dann hast du die halt hingetragen zum großen Aluminiumbottich. Und da wurden ja ausgepumpt. Und im Anschluss wird sauber gemacht, ne? Mit heißem Wasser und mit der Bürste. Schrobben heißt, ne? Kein Kärcher und sowas, ne? Schrobben heißt in dem Falle. Das war ja auch so, wenn draußen, wenn im Stall gemolken wurde, das Ding wurde auch immer gereinigt. Lässt ja teilweise liegen, der Wurzel. Warte mal, eine fahren, ne? Toll, ich hoffe, das soll schon fertig gewesen sein. Ja, ich sag mal, schönen Dank. Bis dann schon. Ich sag mal, Quatsch, ne? Ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss.